Hallo meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen hier zu einem neuen Video und zwar zu einem Review, ein Unboxing. Der etwas besonderen Art. Und warum der besonderen Art? Weil ich wurde von einer Firma gefragt, ob ich mal eine Uhr vorstellen möchte. Ja, in diesem Paket befindet sich eine Uhr. Und deswegen ist es sehr schön, dass ich die Chance erhalte, das mal zu machen. Bezahlt werde ich für dieses Review nicht, aber ich darf die Uhr behalten. So, und ihr werdet euch fragen, warum das Paket so groß ist, weil es ist eine Armbanduhr. Ich habe mir noch extra was bestellt, deswegen ist das hier noch mit drin, deswegen ist das Bild größer. Kommen wir nochmal zu dieser Uhr. Es ist eine Herrenuhr Classic. Ich habe hier mal ein Bild, dass wir das dann mal vergleichen können, wie es in echt aussieht und wie es hier auf Amazon aussieht. Verkauft wird es durch Hista. Das seht ihr hier, der Link ist auch in der Videobeschreibung und es wird versandt durch Amazon. Und es geht relativ fix, 2-3 Tage warten und schon habe ich das Paket gehabt. Ich habe das Geld für die Uhr bekommen, habe selber über meinen Namen bestellt und habe mir gleich noch für mein Tablet was bestellt. So, lange Rede, kurzer Unsinn oder wie auch immer, ich mache das Paket auf. Und ich bin erst sehr gespannt, wie diese Uhr in echt aussieht. Ich glaube, oh, ich hatte mal kurz schwarzen Bildschirm, na gut. Ich glaube, es ist ein chinesischer Hersteller oder eine chinesische Firma, die diese Uhren vertreibt. Aber genau weiß ich das jetzt nicht. So, jetzt kommen wir erstmal kurz zu dem, was ich jetzt nicht hier dazu gehört. Bei mir geht immer der Bildschirm aus von der Kamera. Es ist sehr, ja. So, das ganze große Paket. Und hier haben wir jetzt das kleine Paket. Wir haben jetzt erstmal eine weiße Schachtel. Okay. Hier steht nochmal Made in China. So. Hier oben ist was zum Öffnen. Aber unten ist offen. Also kann man es halt einfach so rausziehen. So, jetzt haben wir hier eine Schachtel. Sieht ganz nice aus. Jetzt nicht einfach nur eine weiße Pappschachtel. Ist auch schick zum Verschenken, ne? Dann machen wir mal die Verpackung auf. Hier ist noch irgendein Zettel. Instruktion. Ich nehme mal an, das ist auf Englisch. Ja, viel. Hier steht zum Beispiel, wie man die Uhr einstellt und. Das lese ich mir dann mal durch. Hier haben wir noch einen Zettel, wie man das Armband kürzt. Das ist auch nicht schlecht. Guck ich mir dann aber auch nochmal an. So, jetzt kommen wir mal zur Uhr. Schön in Schaumstoff eingelegt. Sehr schön. So, da war die Uhr. Die ist noch in Folie eingepackt, das Band. Zum Schutz. Und hier hängt noch ein Zertifikat. Beaten the time never stop. Da gucke ich nochmal. Hier ist noch. Ist das hier für einen Arm? Keine Ahnung. Und es ist sogar Werkzeug drin, ein Schraubendreher, um das Armband zu kürzen. So, ich packe jetzt mal die Folie ab und mache mal einen kurzen Schnitt. So, Freunde, da bin ich wieder. Habe die ganze Folie entfernt und schauen wir uns die Uhr nochmal an. Ups, das Armband ist aus Metall.
Fühlt sich aber nicht jetzt zu metallisch an, dass es unangenehm auf der Haut liegt. Hier auf der Rückseite sieht man nochmal Quarz 3 ATM Water, das heißt, die ist wasserdicht. Und man sollte aber jetzt nicht unbedingt doch tauchen gehen. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen. Vielleicht mal kurz unter Wasser, aber auf alle Fälle immer diesen Knopf reingedrückt lassen, weil da steht drinnen, da könntest du ins Wasser reinlaufen und die Uhr kaputt gehen. Aber mal hier zum Händewaschen oder zum Duschen, geht die alle mal. Dann die Uhr habe ich gestellt. Da braucht man den Knopf einfach nur einmal rausziehen. Dann kann man die Uhr einstellen, die Uhrzeit. Und wenn man zweimal klipst, kann man die Tage einstellen. Die drei anderen Anzeigen gehen leider nicht und die Knöpfe auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht herausgefunden habe, wie das genau funktioniert oder ob es nur Attrappe ist. Wenn es rausfindet, dann du es auf alle Fälle unten in die Kommentare mitschreiben, damit du Bescheid wisst. Aber ich vermute mal stark, dass es eine Attrappe ist. So, dann zum Armband kürzen. Das ging relativ einfach. Übrigens, das ist kein Schraubendreher, weil der hat nur eine Spitze. Da brauchen wir nur hier in das Loch reinzuhebeln und in diese Richtung. Dann geht es auf, dann kann man es verstellen und dann in die andere Richtung wieder festmachen. Also wirklich ganz einfach. Und mein Armbreite ist jetzt nicht ganz zu dick, auch nicht zu dünn, aber guckt, hier hat man noch genug Luft für etwas breitere Arme. Entschuldigung. So, dann machen wir die Uhr mal drum. So, das geht auch recht einfach. Hier einfach ein bisschen einhängen und dann zusammendrücken. Vielleicht muss ich die Uhr noch ein bisschen straffer stellen, aber jetzt im Moment funktioniert es. Jetzt versuche ich mal wieder meinen Arm in die Kamera zu drehen und verrenke mir alles. Ja, die Lichtverhältnisse sind ja nicht ganz so gut. Aber ansonsten ist eine schicke Uhr. Gefällt mir. Die gibt es auch noch komplett in Schwarz. Das ist ja Schwarz-Gold. Aber da würde ich sagen, dann ist vielleicht alles zu dunkel. Und dann erkennt man ja die Uhrzeit nicht mehr. Was ich jetzt mal noch kurz versuche, ist, ob die Uhr leuchtet. Ich gehe mal ganz kurz weg. So, da bin ich wieder. Die Uhr leuchtet. Jetzt zwar noch ganz schwach, aber wenn sie vielleicht lange in der Sonne sich auflädt, kann man die Zeiger erkennen und auch die Minutenanzeige. Also leuchtet auch im Dunkeln. Solange die Energie halt gespeichert wird und abgegeben wird. So, ansonsten lässt sich ruhig angenehm tragen und ich werde die Uhr auch dran behalten. Jetzt habe ich noch eine Uhr. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann ab in die Kommentare. Ich werde sie beantworten und lasst mir auch ein Like da und ein Abo, falls ihr noch nicht habt, um weitere Videos von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Dabei die Glocke drücken. Also, vielen, vielen Dank und auch nochmal vielen Dank an Histor, dass ich diese Uhr behalten darf und dass ich hier dieses Review dafür machen darf. Das hat mich ganz besonders gefreut. Und ich hoffe, es kommen noch weitere solche Videos. Also dann, macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.